Wien ist die Hauptstadt Österreichs und mit knapp 2 Millionen Einwohnern wohnt hier etwa ein Viertel der gesamten Einwohner der Republik Österreich. Um diese vielen Menschen täglich von A nach B bringen zu können, benötigt es ein gutes ÖPNV-System. Und dazu gehört in Wien auch die S-Bahn bzw. Schnellbahn. Diese bindet nicht nur wichtige Knotenpunkte wie den Hauptbahnhof, Wien-Meidling und auch den Flughafen mit an, sondern vor allen Dingen auch die Innenstadt und die gesamte Stadt Wien mit dem Umland. Seit dem 31. Mai des Jahres 1959 kann man in Wien mit der S-Bahn fahren. An diesem Tag wurde nämlich der Personenverkehr über die Nordbahnbrücke wieder aufgenommen und die Verkehre zwischen Praterstern und Floridsdorf als S-Bahn bzw. Schnellbahn bezeichnet. Bereits zuvor gab es allerdings in Wien schon S-Bahn-ähnliche Verkehre auf der sogenannten Stadtbahn. Auf einer Strecke ist auch heutzutage noch die S-Bahn unterwegs, während auf einem Großteil heutzutage die Wiener U-Bahn verkehrt. Die Haupteröffnung der S-Bahn fand dann allerdings erst am 17. Januar 1962 statt, bei der dann die Stammstrecke über den Praterstern hinaus bis nach Wien-Meidling eröffnet wurde. Mit der Zeit kamen dann immer mehr Strecken auf den Außenästen zum S-Bahn-Netz hinzu, größtenteils durch Streckenelektrifizierungen, aber auch durch den Neubau von Stationen und generelle Netzerweiterungen. Als letzte Erweiterung des S-Bahn-Netzes ging im Dezember 2020 die Verlängerung der S1 über Gensandorf hinaus bis nach Marchegg in Betrieb. Die S-Bahn Wien besitzt somit heutzutage insgesamt 10 S-Bahn-Linien. Die S-Bahn-Linie 1 startet in Wien-Meidling und verkehrt, wie bereits erwähnt, nach Marchegg, das Ganze auf der gesamten Strecke im 60-Minuten-Takt, bis nach Gensandorf ist sie zum 30-Minuten-Takt verdichtet. Die S-Bahn-Linie 2 ist zwischen Mödling und Mistelbach bzw. La an der Thaya unterwegs. Dabei größtenteils im 30-Minuten-Takt, zumindest bis Wolkersdorf. Bis nach La geht es dann stündlich weiter. Die S3 verbindet Wiener Neustadt Hauptbahnhof mit Hollabrunn. In Wiener Neustadt Hauptbahnhof startet dann auch ebenfalls die S-Bahn-Linie 4, welche von dort aus nach Tullnerfeld verkehrt über Absdorf-Hippersdorf. Gemeinsam mit der S-Bahn-Linie 3 stellt sie damit auch einen 30-Minuten-Takt bis Wiener Neustadt Hauptbahnhof her. Der Abschnitt Richtung Tullnerfeld wird allerdings nur alle 2 Stunden bedient. Kommen wir nun noch zur S-Bahn-Linie 7, welche von Wolfsthal über den Flughafen Wien bis nach Wien-Floridsdorf verkehrt. Sie verkehrt dabei allerdings nicht über den Wiener Hauptbahnhof, sondern fädelt sich erst am Rennweg auf die Stammstrecke ein. Die S-Bahn-Linie 40 startet am Wiener Franz-Josefs-Bahnhof und verkehrt von dort aus im 30-Minuten-Takt bis nach Tullenstadt und darüber hinaus stündlich bis St. Pölten Hauptbahnhof. Die S-Bahn-Linie 45 verkehrt auf der sogenannten Vororte-Linie zwischen Wien-Handelskai und Wien-Hütteldorf. Sie ist dabei die S-Bahn-Linie mit dem höchsten Takt im Wiener S-Bahn-Netz. Teilweise verkehrt sie im Berufsverkehr alle 10 Minuten. Auch die S50 ist recht dicht getaktet. Sie verbindet den Wiener Westbahnhof mit Neulengenbach. Bis nach Unterpurkersdorf herrscht dabei sogar ein 15-Minuten-Takt. Die S-Bahn-Linie 60 verbindet Burg an der Leitha über den Wiener Hauptbahnhof und Wien-Meidling mit Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Im Gegensatz zu den S-Bahn-Linien 2 bis 4 verkehrt sie allerdings nicht über die Südbahnstrecke, sondern über die Pottendorfer Linie. Zu guter Letzt gibt es dann noch die S-Bahn-Linie 80, welche im 30-Minuten-Takt auf der gesamten Strecke verkehrt und von Wien-Aspern-Nord über den Wiener Hauptbahnhof nach Wien-Hütteldorf verkehrt. Wie vielleicht einigen bereits aufgefallen ist, verkehren dabei alle einstelligen S-Bahn-Linien über die Stammstrecke und alle zweistelligen S-Bahn-Linien verkehren dabei nicht über die Stammstrecke. Auf der gesamten Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf herrscht dabei mindestens ein 5-Minuten-Takt, welcher allerdings nicht nur durch die S-Bahn-Züge hergestellt wird, sondern auch durch die REX-Linien 1, 2, 3, 7 und den CJet X9. Die wichtigsten S-Bahn-Knoten im Netz sind dabei Wien-Meidling, der Handelskai und auch der Wiener Hauptbahnhof.
An allen drei Stationen sind 6 S-Bahn-Linien anzutreffen. Die wichtigste Bedeutung hat nichtsdestotrotz der Wiener Hauptbahnhof. Er ist nämlich der größte und wichtigste Eisenbahnknoten der Stadt. Zudem besteht hier auch Umsteigemöglichkeit zu zahlreichen ÖPNV-Verbindungen. So verkehren hier beispielsweise 3 Straßenbahnlinien, die U-Bahn-Linie 1 und zahlreiche Buslinien. An der Oberfläche des Wiener Hauptbahnhofes verkehren zum einen die S-Bahnlinien 60 Richtung Bruck an der Leitha bzw. Wiener Neustadt Hauptbahnhof und die S80 Richtung Hütteldorf bzw. Aspern Nord. Allerdings keinen separierten S-Bahn-Bahnsteig hier an der Oberfläche, sondern die S-Bahnlinien verkehren sonst an Gleisen, wo auch herkömmliche Regionalzug- und Fernzüge verkehren. Die restlichen S-Bahn-Linien am Hauptbahnhof verkehren in einem Tunnel. Dies betrifft somit die S-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 4. Die Tunnelstation liegt dabei in etwa unterhalb des Bahnhofsvorplatzes. Gemeinsam mit den S-Bahn-Linien halten hier auch die REX-Linien 1, 2 und 3 sowie der CJX9. Die Tunnelstation ist hier mit 2 Außenbahnsteigen ausgestattet. Sie wurde dabei, genauso wie die benachbarte Station Quartier Belvedere, im Zuge der Errichtung des Wiener Hauptbahnhofes erbaut. Ausgekleidet sind die Wände dabei mit Milchglas und an der Decke gibt es eine indirekte Beleuchtung. Von der Station aus kann man übrigens über eine Glaswand direkt in den Wiener Hauptbahnhof und dessen Untergeschoss sowie in den Zugang zur Straßenbahn und zur U-Bahn schauen. Wie bereits schon auf dem Liniennetzplan zu erkennen war, liegt die Station mitten auf der Stammstrecke, welche von Meidling bis nach Floridsdorf reicht. Über die Strecke hin verteilt sind dabei unterschiedlich viele S-Bahn-Linien unterwegs. Zwischen Meidling und dem Hauptbahnhof sind dabei mit den S-Bahn-Linien 1 und 4 sowie der S60 und der S80 insgesamt 6 S-Bahn-Linien unterwegs. An der Station Quartier Belvedere verkehren nur 4 S-Bahnlinien und dann weiter hinter dem Rennweg bis nach Floridsdorf verkehren insgesamt 5 S-Bahnlinien. Und wie bereits schon erwähnt, verkehren auch noch Regionalzüge parallel. Auf der Stammstrecke liegen auch 4 S-Bahn-Stationen im Tunnel. Dies betrifft dabei neben dem Hauptbahnhof auch die Station Quartier Belvedere, die Station Rennweg und die Landstraße. Am Rennweg trifft noch im Tunnel die S-Bahn-Linie 7 auf die Stammstrecke. Die Station Landstraße ist dabei sogar als Tunnelstation viergleisig ausgebaut. Dabei gibt es somit insgesamt 2 Mittelbahnsteige. An der Landstraße ist übrigens auch der Start- und Endpunkt für den City Airport Train. Dieser verkehrt auch auf einem kurzen Teilabschnitt, bis die Strecke zum Flughafen abzweigt durch den Tunnel. Hinter der Landstraße führt die Strecke dann wieder an die Oberfläche zur Station Praterstern und dann weiter bis nach Floridsdorf. Werfen wir noch einen Blick auf die Vororte-Linie und somit auf die S-Bahn-Linie 45, welche nicht nur mit ihrem dichten Takt von 10 Minuten überzeugen kann, sondern auch durchaus interessante Stationen aufweisen kann. Aufgrund ihres Alters sind viele Stationen hier nämlich noch mit Stuck- und Jugendstil-Elementen gestaltet worden. Die Strecke wurde nämlich in den Jahren 1898 bzw. 1899 eröffnet, nachdem zuvor 1892 der Beschluss zum Bau dieser Strecke gefällt wurde. Sie sollte nämlich damalige Wiener Kopfbahnhöfe verbinden. Abgesehen von den Stationen Unterdöbling und Oberdöbling sind heutzutage noch alle damals errichteten Stationen im Originalzustand erhalten. Die Station Grottenbachstraße wurde außerdem im Zuge der Aktivierung als S-Bahn-Strecke neu errichtet. Die restlichen Stationen erstrahlen heute noch in ihrem historischen Glanz.
Sie beeindrucken durch viel Stuck, vor allen Dingen am Äußeren der Bahnhofsgebäude, aber auch im Inneren ist einiges an Stuck zu finden. Ansonsten sind die sehr markanten Lampen und auch die Bodenfliesen sehr beeindruckend. Hinzu kommt natürlich das durchgehende Gestaltungskonzept mit weißen Wänden und grünen Säulenelementen. Die einzelnen Stationen sehen sich dabei schon relativ ähnlich, es gibt jedoch einzelne Unterschiede, die dem geschulten Auge auffallen werden. Auf jeden Fall sind die Stationen vor allen Dingen Hernals, Unterkring und Gersthof nicht nur für Bahnenthusiasten, sondern auch für Architekturinteressierte einen Besuch wert. Die S-Bahn-Linie 45 ist im Übrigen gemeinsam mit der S-Bahn-Linie 80 die einzige im gesamten Netz, die ausschließlich auf dem Stadtgebiet von Wien verkehrt. Werfen wir nun einen Blick auf den Fuhrpark der S-Bahn-Linie. Aktuell verkehren hier 4 verschiedene Fahrzeugtypen, davon 3 Triebwagen und auch Wendezuggarnituren sind im S-Bahn-Netz im Einsatz. Der aktuell älteste Fahrzeugtyp sind jene Fahrzeuge der Baureihe 4020. Die Fahrzeuge sind zwar nur noch in sehr geringer Stückzahl im Einsatz, nichtsdestotrotz sind sie immer wieder anzutreffen. Das erste Fahrzeug wurde dabei im Jahre 1978 geliefert und der erste Fahrgasteinsatz fand dann im Mai 1979 statt. Die Fahrzeuge können eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erreichen und sind die Nachfolger der Baureihe 4030. Sie wurden dabei explizit für die Wiener S-Bahn entwickelt, weshalb auch in allen Wagen 2 Türen vorhanden sind. Diese sollen dementsprechend für einen schnellen Fahrgastwechsel sorgen. Insgesamt 120 Fahrzeuge wurden von diesem Fahrzeugtyp gebaut. Als nächste S-Bahn-Generation folgten dann die Triebwagen der Baureihe 4024. Nachdem die Fahrzeuge im Jahr 2001 bestellt wurden, konnten sie dann ab 2007 erstmals in den Linieneinsatz bei der S-Bahn Wien auf der S7 gehen. Insgesamt 140 Fahrzeuge wurden von diesem Typ gebaut, allerdings davon nicht nur für die S-Bahn, sondern auch für zahlreiche andere S-Bahn-Netze und Regionalzugverbindungen in ganz Österreich. Die Fahrzeuge sind vierteilig und besitzen somit eine Länge von 66,8 Metern. Sie sind dabei 2,9 Meter breit und besitzen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Im ersten und letzten Wagen dieses Triebzugs befinden sich jeweils eine einzelne Doppeltür und in den beiden Mittelwagen jeweils 2 Doppeltüren. Ein Teil der Fahrzeuge wurde bereits sowohl im Inneren als auch vom Äußeren in das neue CityJet-Design umgerüstet. Im Inneren finden im Übrigen 199 Menschen einen Sitzplatz und 252 Stehplätze gibt es. Eingesetzt werden die Fahrzeuge aktuell vorwiegend auf den Linien S45, 60 und 80. Aber auch auf anderen S-Bahn-Linien können die Fahrzeuge anzutreffen sein. Der aktuell am weitesten verbreitete Fahrzeugtyp sind die Fahrzeuge der Baureihe 4744 bzw. 4746. Die Baureihe 4744 besitzt dabei in den Endwagen jeweils eine einzelne Doppeltür und in den Mittelwagen 2 Doppeltüren und bei den Fahrzeugen der Reihe 4746 gibt es in allen 3 Wagen 2 Doppeltüren. Ausgeliefert wurden die Fahrzeuge ab 2015 und der Fahrgastbetrieb startete dann ab 2016. Die dreiteiligen Fahrzeuge sind dabei jeweils 75,1 Meter lang und besitzen eine Breite von 2,8 Metern. Außerdem können sie eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h erreichen. Im Inneren gibt es 259 Sitzplätze. 2021 wurde der letzte von 130 Triebzügen der Baureihe 4746 ausgeliefert und ursprünglich sollte diese Baureihe die Baureihe 4020 komplett ersetzen.
Allerdings hat die Anzahl an Fahrzeugen nicht ganz ausgereicht, wie ihr ja bereits feststellen konntet. Ganz im Gegenteil, mittlerweile kommt seit 2023 noch ein weiterer Fahrzeugtyp bei der S-Bahn zum Einsatz. Aufgrund von akutem Fahrzeug- bzw. Garniturenmangel kommen seit Ende 2023 auch Doppelstock-Wendezug-Garnituren bei der S-Bahn zum Einsatz. Diese bestehen aus meist 4 bis 5 Doppelstockwagen und einer Lok der Baureihe 1116 bzw. in Deutschland auch als Baureihe 182 und Taurus bekannt. Diese werden dabei aktuell größtenteils auf der S-Bahn-Linie 1 eingesetzt. Anzumerken bei den Fahrzeugen ist auf jeden Fall noch, dass sie keine extra S-Bahn-Beklebung, weder mit einem einzelnen S-Bahn-Logo noch mit einer komplett anderen Lackierung besitzen. Dies gilt natürlich auch für den Innenraum. Dies liegt daran, dass Fahrzeuge zwischen dem S-Bahn-Fuhrpark und dem Regionalverkehr miteinander gemischt sind. Dies erhöht natürlich deutlich die Flexibilität, lässt die S-Bahn dadurch aber weniger wie eine S-Bahn wirken. Für die S-Bahn-Linien gibt es natürlich auch verschiedene Ausbauplanungen. Für die S-Bahn-Stammstrecke läuft bereits eine Digitalisierungsmaßnahme mit neuer Zugsicherung, wodurch dann ein 2,5-Minuten-Takt auf der Stammstrecke möglich sein soll. Dies ist auch wichtig, um angrenzende Ausbaumaßnahmen zu realisieren. Dies gilt vor allen Dingen für den viergleisigen Ausbau der Strecke Richtung Wiener Neustadt, welche dann bis Mödling viergleisig ausgebaut wird. Die Bauarbeiten sollen dabei 2027 starten und bis 2034 abgeschlossen sein. Dabei soll auch ein neuer S-Bahn-Haltepunkt entstehen. Die Ausbaumaßnahme soll dann dafür sorgen, dass ein 5-Minuten-Takt bis Liesing und ein 10-Minuten-Takt bis Mödling realisiert werden kann. Ab 2026 soll die Wiener Verbindungsbahn ausgebaut werden, welche zwischen Meidling und Hütteldorf entlang führt. Aktuell gibt es hier nur den Haltepunkt Wien-Speising, welcher im Zuge des Ausbaus modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden soll. Hinzu kommen noch zwei weitere Haltepunkte, die neu errichtet werden. Durch den Ausbau soll die S-Bahn-Linie 80 dann alle 15 Minuten verkehren. Somit würde sich die Anbindung für den Wiener Westen auch deutlich verbessern. Zwischen Mai und Dezember 2023 wurde eine Machbarkeitsstudie bezüglich eines S-Bahn-Rings in Wien durchgeführt. Diese ist zum Ergebnis gekommen, dass es sinnvoll wäre, einen halben S-Bahn-Ring zu errichten, das heißt die Verlängerung der S-Bahn-Linie 45 zum Prater Quay zu realisieren und somit einen S-Bahn-Ring gemeinsam mit den S-Bahn-Linien 45 und 80 zu erstellen. Durch die Verlängerung der S45 zum Prater Quay sollen dann auch die zwei S-Bahn-Stationen Reichsbrücke und Donau-Maria errichtet werden und der Prater Quay zur Umsteigestation ausgebaut werden. Damit gäbe es dann quasi zwei halbe Ringe, welche miteinander kombiniert werden sollen. Ein Umbau zu einer reinen Ringbahn mit einer S-Bahn-Linie wurde als nicht sinnvoll erachtet. Sie hätten so laut Aussage der ÖBB teilweise negative Auswirkungen auf die Betriebsführung. Die ÖBB machen sich nun an die weiteren Realisierungsschritte. Ein konkreter Zeitplan, wann mit einem Bau oder einer Fertigstellung zu rechnen ist, liegt aktuell noch nicht vor. Außerdem ist entlang der S45 die Wiedererrichtung der Station Baumgarten geplant, dies ist allerdings nicht im Zuge des S-Bahn-Rings zu realisieren. Somit kann man also auch bei der Wiener S-Bahn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf eine spannende Entwicklung schauen und auch hoffen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches der genannten Projekte ihr denn am interessantesten findet und welche Ausbauplanungen ihr denn vielleicht noch für zusätzlich nötig halten würdet bei der S-Bahn. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, freuen und würde mich auch interessieren, was ihr da so schreibt. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Nach Wien Hauptbahnhof.